Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Klasse Pass. Schussversuch. Sie liegen vorne und spielen sich weitere Chancen heraus. Die hier war ganz eng. Brooks, Cameron Carter-Vickers, Luca de la Torre. Guter Ball nach draußen. Chatlin. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Gute Aktion. Gut geklärt. Das war wichtig. Der Ballverlust. Und da ist der Ball wieder weg. Super dazwischen gegangen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Matteau. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Sungo. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Kurze Hereingabe. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Cameron Carter-Vickers. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Sein Team liegt vorne, aber was die eigene Leistung angeht, ist bei ihm noch Luft nach oben. Da wäre jetzt Platz. Gefährlich! Das gibt Einwurf. Matteau. Camohelo Mokocho. Ballverlust. Mokocho. Wird das eine Torchance? Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Das gibt Ecke. Fast das Tor hier nach der Ecke. Oh, die war richtig gut reingespielt.
Luca de la Torre. Macht er gut. Und jetzt die Chance. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Jetzt erleben wir den Wechsel. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Luca de la Torre. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Chatlin. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Jetzt ist es gefährlich. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Luca de la Torre. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Nun Zungu. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt müssen sie aufpassen. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Pulisic. Und jetzt die Chance. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Zungo. Klasse Aktion. Den Ball will er nicht hergeben. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Luca de la Torre. Auf Außen ist Platz. Christian Pulisic. Pulisic, der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Er bekommt die Unterstützung. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Ja, könnte was werden. Schönes Zuspiel. Klasse gespielt. Ja, schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt.
Brooks. So, rüber, auf die andere Seite. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Sieht gefährlich aus. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Holt euch den Ball, holt euch den Ball. Das ist zu passiv. Jetzt ist die Kugel weg. Christian Pulisic. Ball kommt. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Sungo. Schönes Zuspiel hier. Was macht er draus? Hereingabe kommt lang. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Da kommt die Ecke. Ein guter Block hier. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Timothy Weah. Da wäre Platz auf außen. Und klasse durchgesetzt. Jetzt vielleicht. Und das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Luca de la Torre. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Erneut jetzt der Ballverlust. Wird das eine Torchance? Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Timothy Weah. Ja, könnte was werden. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Cameron Carter-Vickers. Luca de la Torre. Christian Pulisic. Chance zur Flanke jetzt. Pulisic. Kann er was draus machen? Sieht gefährlich aus.
Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Jetzt ist es gefährlich. Macht er gut. Ball kommt an den langen Pfosten. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Was macht er draus? Gefährlich. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Brillant gemacht. Super Tor hier mit dem Kopf. Da hat das Timing absolut gestimmt. Klasse Kopfball. Da gibt es nichts zu halten. Genau im richtigen Moment hochgesprungen. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Zungo. Oh, toller Pass, gute Aktion. Wieder der Ballverlust. Chatlin. Super dieses Zuspiel. Christian Pulisic. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Freistoß wird ausgeführt. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Das frühe Pressing jetzt. Da ist die Balleroberung. Situation geht weiter. Und jetzt die Chance. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Nun Zungu. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Pfosten, aber es geht weiter. Timothy Weah. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er schießt. Und jetzt wird es Einwurf geben. Luca de la Torre. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ja, setzt gut den Körper ein. Er ist da und kann den Ball hier klären. Klasse Pass. Und er hat den Ball.
Luca de la Torre. Sie haben Platz. Da ist die Flanke. Da klärt er wieder einmal. Gute Leistung. Nun Zungu. Und den spielt er gleich wieder zurück. Was macht er draus? Ja, das hätte was werden können. Luca de la Torre. Jetzt ist es gefährlich. Christian Pulisic. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gefährlich. Gute Aktion. Jetzt die Flanke. Er trifft den Pfosten. Ja, sie können erstmal klären. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da zieht er ab. Ganz stark abgeblockt. Klasse Versuch. Ganz knapp nicht drin. Wieder der Ballverlust. Hackenpass, tolle Aktion. Pulisic, unglaubliche Parade. Kurze Variante bei dieser Ecke. Hereingabe in die Mitte. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Super Aktion, gut geklärt. Jetzt könnte er flanken. Da geht er vorbei. Und da kann er erneut klären. Ecke kommt in den 16er. Chatlin. Ja, könnte was werden. Macht er gut. Cameron Carter-Vickers. Es geht auf die andere Seite. Sieht gefährlich aus. Gut geklärt, das war wichtig. Oh, das könnte was werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Da kann er ihn stoppen. Da ist die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wichtig, dass er da klärt. Da verlieren sie den Ball. Christian Pulisic. Nun Zungu. Da kommt der Pass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht die Flanke. Was macht er draus? Guter Einsatz, das war wichtig. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Abseits.
Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Christian Pulisic. Pulisic, weiter gefährlich. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.